Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jump Light Odyssey. Ja, im Moment läuft es ganz gut, aber wir müssen echt aufpassen. Wir haben, Strom ist erstmal stabil. Wasser macht mir ein bisschen Sorgen. Und das ist auch so, dass mir auch der Strom ein bisschen Sorgen macht. Ich kann hier mal rausgehen, ich lasse es mal laufen. Und wir prüfen als erstes mal hier unsere Aufträge. So, das heißt, ich würde auch gerne hier noch ein Schiffchen bauen. Für den Moment. So. Und da noch eins. Ressourcen würden ja reinkommen, wenn die was mitbringen. Schwierig zu sagen. Ist wirklich schwierig. Ungültiger Plan. Na, das ist ja ein Ding. Da fragt man sich gerade, warum ist das ein ungültiger Plan? Dann lassen wir es eben. Dann machen wir es in 5 Minuten. Vielleicht ist es dann ein bisschen motivierter. So, ich würde jetzt mal hier reinschauen. Wir haben hier noch Einsätze oder keine. Suchen und retten braucht man nicht. Das Schiff fliegt nochmal los. Weiß jetzt nicht genau, was es macht. Startet öffentlichen Einsatz. Sehen wir das? Sondierungseinsatz. Okay, dann schauen wir mal. Dann werden wir das mal prüfen. Gut, wenn es wieder da ist, werden wir ja sehen, was wir dann machen können. So, ich würde mal in den Maschinenraum schauen. Da haben wir den normalen per Hand, den 50% haben wir. Und wir brauchen hier auf jeden Fall eine Sprunglichtsache. Haben wir keine Verbundstoffe momentan, dann lassen wir das mal. So, hier läuft der Umbau ganz gut. Und ich würde, das sind alles Speisepilze. Weißt du was? Ich weiß zwar, dass das jetzt ein bisschen Kuddelmuddel ist, aber wir machen das mal, dass das hier wegkommt. Und warte mal. Ich muss das mal bauen, dass das zurückkommt. Und wir machen das mal so, dass wir hier drüben das gleich setzen. Denn das kann nämlich in einen Abteil, ne? Die Produktion von Biomasse als auch die Speisepilze. Das ist eine gute Sache. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Die haben das so, dann würde das so sein. Andersrum, so, andersrum, so. Gut. Ja. Dann bauen wir das hier. Wie sieht denn das hier aus? Warte mal. Nee, warte mal. Wie viel haben wir denn? Wir haben 100 davon. Tut mir leid, aber ich mache das gleich mal weg hier. Das verlagern wir gleich mal nach drüben. Und wie sieht das hier aus? Ja gut, das wächst jetzt. Wir haben trotzdem noch genug zu essen. Wenn wir jetzt die Kehrtwände hier machen. Und das lasse ich mal noch. Genau. So. Dann machen wir hier drüben nochmal. Für den Fall der Fälle. Wasser. Wir riskieren es mal so, wie es ist. Wenn das jetzt abgeerntet ist, werde ich das hier alles schließen. Und dann hoffen wir, dass wir mit dem bisschen Biomasse hier klarkommen. Wir nehmen auch was ein durch die Einsätze. Es müsste passen. Und ich würde gerne hier dann das Essen hier rüber verlagern und den Raum vielleicht erstmal so lassen, wie es ist. So, hier würde ich gerne mal schauen. Wir haben... Ja, ein bisschen was haben wir. Ich würde hier gerne Brio drauf geben. Das lassen wir mal. Rein theoretisch würde ich den gerne abreißen wollen. So, was ich aber abreiße, ist auf alle Fälle jetzt das, weil ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Raum hier erweitern muss. So, das ist aber erstmal okay. Und ich glaube, das mit den Batterien, das war ja auch ein bisschen sinnfrei. Ist jetzt blöd, aber ist so. Nee, die nicht. Dann lass die erstmal bauen und dann reißen wir die später ab. So, hier würde ich gerne jemanden einstellen, dass Strom erzeugt wird. Dasselbe hier. Jetzt würde ich gerne mal prüfen. Das voller Erfolg. Voller Erfolg, das ist sehr gut. Das ist die Sondierung. Gut, dann können wir mal das Schiffchen drehen. Und ich werde es trotzdem mal gucken, ob wir hier nicht noch ein Schiff bauen können. Ungültiger Plan, warum? Verstehe ich nicht. Habe ich hier schon einen Bauauftrag? Verstehe ich nicht ganz. Na, ist egal.
Wie geht's denn euch? Und dir geht's gar nicht gut? Komisch. Hunger. Da darüber kann man reden. Verbundenheit. Geht doch mal in das neue Spielzimmer, was ich euch gebaut habe. Hier, du kannst auch mal was tun. Gut, also die muss ich alle aussortieren. Das werde ich gleich mal tun. Bevor hier noch irgendwas schief läuft. So, wie sieht's denn hier aus? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ob wir hier aussortieren müssen. Wir riskieren das jetzt einfach mal. Wir riskieren es einfach mal, ne? Können wir jetzt nicht ändern. Ich brauche die Trümmer. Und auch da würde ich gerne nehmen wir die. Jawohl. Ja, ich glaube, das ist okay so. Raumpatrouille brauchen wir nicht, Kampfpatrouille. Das sollte passen. So, unser Sprunglicht wird gefüllt. Warte mal, ich muss mal hier schauen. Unser Wasser sinkt rapide. Ja, ich glaube, ich muss trotzdem... Ja, müssen wir mal erweitern. Strom brauchen wir auch. Ich glaube, mit dem Strom, das wird nicht so prickelnd funktionieren. Der fliegende Wechsel, das glaube ich, das wird eng. Das wird eng. Ich glaube, ich muss im Untergeschoss noch irgendwas machen. So, da muss ich mal gucken, wo haben wir hier eine kleine Möglichkeit. Das wäre ja auch was, hier den Raum so zu machen. Jetzt müsste ich mal ganz kurz prüfen. Wir brauchen für diesen Raum, wenn wir das machen. Was ist denn das hier? Plan Unterdeck verwalten. Plan löschen. Löschen. So, wenn wir den Raum hier unten zu einem Energieraum machen. Das ist das hier. Dann machen wir das erstmal so. Jawohl. Dann brauchen wir... Ich muss erstmal die Konsolen setzen. Wir bräuchten so eine Konsole. Ja. Und wir brauchen den Reaktor. Ja. Jetzt müsste ich mal gucken, würde das hier noch hinpassen? Nee. Nee. Dann brauche ich noch... das. Und das. Das würde uns kosten 9, 52 und 16. Aber wir hätten auf alle Fälle Energie. Ich bin aber nicht ganz so zufrieden mit der Aufteilung hier unten. Plan löschen. Das Problem ist, ich habe hier unten keinen Sauerstoff groß verbaut. Ne? Ah. Aber das würde wieder alles uns Energie kosten, die wir nicht haben. Warte mal, ich muss das mal anders machen. So, wir machen das nochmal. Energie. Das wird alles Energie. Ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee ist. Kann man das eigentlich hier tauschen, das Shot? Nee, das könnte man. Hier kann ich auch nicht. Ich müsste es anders... Ah, ist nicht so prickelnd. Gut. Nee, warte mal, vergiss es. Plan löschen. Warum soll ich das hier unten machen, wenn wir das auch oben machen können? Oder? Seht ihr das nicht auch so? Das ist alles hier auf einer Etage. Warum soll ich das denn machen? Und wenn wir es später nochmal umbauen, ist ja auch nicht so schlimm. Das ist ja nicht verloren. Ja. Und das ist es einfach so. Dann haben wir das. Zentrale bräuchte man dafür und den Reaktor. Der Reaktor kann ja hier hin, ne? Das würde jetzt nicht stören, genau. Behagen die sich? Nö, im Moment nicht. Das sieht gut aus. So, dann machen wir mal Strom in die Ecke, wenn es brennt. Und Sauerstoff dahin. Finde ich gut. Und damit wird der Raum fertig und ich gebe den mal zum Bauen frei. Und wir gucken mal, was dabei rumkommt, ja? Schauen wir mal. Hier würde ich gerne trotzdem irgendwie schauen, haben wir eine Brio drauf? Okay. Dass uns das nicht wegbricht, ne? So, viel Erfolg. Wir prüfen. Wunderbar.
Da fehlen uns nur noch zwei. Das ist doch klasse. Das ist ja mal echt klasse. So, dann lass die mal ausräumen. Ich schau mal in das Schiff rein. Was haben wir denn hier noch? Suchen und so? Nee, das brauchen wir nicht. Drüber mal sehen, ob die das schaffen. Aber das werden wir erst merken, wenn wir wenn die zurückkommen, ne? Gut, dann haben wir das. Die räumen derweil aus. Das ist sehr gut. Ja. Nee, kannst du machen. Ist okay. Läuft. So, gut. Wie gesagt, wir müssen den Wasser und das Strom im Auge behalten. Wasser ist ein bisschen, ja. Aber so ist es halt, ne? So, wir können mal ganz kurz hier oben schauen. Wie sieht's denn hier aus? Hier haben wir überall noch ein bisschen Müll liegen. Vielleicht hat hier der ein oder andere noch Bock, mal ein bisschen Müll wegzuräumen. Ja. Können wir auch mal im Auftrag geben. So, da fangen wir mal hier an. Das ist, wird wunderbar genutzt und es scheint wirklich sich auszuzahlen. Finde ich echt cool. So, wir haben zwar jetzt lange keinen mehr inspiriert, aber ich glaube, dass die das ein bisschen selber machen und dass das funktioniert. So, habe ich denn hier einen eingestellt, der das hier dauerhaft macht? Das hätte ich aber gerne. So, hier haben wir noch ein Essen. Wenn die das hier nimmt, würde ich die mal abbauen, die Kantine. Ne, wir lassen die mal. Das ist mir jetzt sonst zu viel Gewuschtel. So, wir haben 12 Raumschiff voller Erfolg. Das ist genial. Oh, vielen Dank. Sehr gut. Das ist echt gut. Das ist echt gut. So, dann können wir mal gucken, wie es aussieht auf der Brücke mit unserem nächsten Ziel. Das andere würde ich jetzt nicht machen wollen. Wir springen jetzt hier rüber. Ja, so machen wir das. Anvisieren. Haben wir? Haben wir. Und wir prüfen nochmal wegen die Schiffe, ob die alle da sind. 1, 2. Hier haben wir keins. Genau. Hier haben wir auch keins. Sehr gut. Und dann machen wir nicht lange rum. Da hauen wir ab. Ja. So machen wir es. Ja, ist nicht so einfach. Also ich finde es sehr angenehm. 5, 4, 3, 2, 1. Also ich finde es sehr angenehm, dass es eine Herausforderung ist. Allerdings könnte es ein bisschen geschmeidiger laufen. Zumindest haben wir momentan Glück, dass wir nicht so viele, ich sag mal, Verrückte an Bord haben, die überall Feuer legen. Also die sind relativ gut ausgeglichen und das ist sehr erfreulich. So, was würde ich jetzt noch bauen? Ich würde gerne bauen... Warte mal, ich muss jetzt mal gucken, dass das hier mit dem Strom läuft. Das war's nicht. Ist das hier schon fertig? Das ist fast fertig. Das ist auf jeden Fall fertig. Und das scheint auch auf jeden Fall fertig zu sein. Ja, Wasser läuft momentan noch konstant, würde ich sagen. 700. Müssen wir aufpassen. Wenn es sich so um die 600-700 hält, ist es konstant. Ach, siehst du, wir können... Das vergesse ich immer wieder. Guck mal, wir haben plus 29 in der letzten Stunde. Plus 26. Das vergesse ich immer wieder. Das ist echt übel. Hier geht es auch voran. Hier fällt es ein bisschen. Ist klar, Essen. Das wird aber produziert. Tendenz ist okay. Das vergesse ich immer zu gucken, ne? Ja. Nee, dann ist das erstmal in Ordnung. 34 Wasser plus... Ja, aber wie gesagt, wenn die eben hier das große Duschen oder so kriegen, ne, dann kann das durchaus anders laufen. Muss man dann gucken. So, ich würde aber gerne hier... Wir machen noch hier ein paar kleine Verbesserungen in der Gangstation. Und zwar würde ich hier gerne einen Sitzgelegenheit noch bauen. Dasselbe würde ich gerne hier bauen, aber um die Ecke geht's nicht. Ah, das ist blöd. Ja, okay, dann lassen wir das mal so. Dann ist es, ja, ist trotzdem okay. So, ich gebe mal hier den Bauauftrag dafür. So, ich glaube, wir müssen mal runter den Sondierungsauftrag machen. Das macht ja mal dieses Schiff. Da weisen wir mal Leute zu. Und dann machen wir mal den Sondierungsauftrag. Ja, jetzt weiß ich nicht, welches Schiff. Super. Das finde ich ein bisschen verwirrend, aber dann ist das so. Ich kann das leider... Warren, Ico und Jolie.
Sondierungseinsatz. Warren Eco und Chili, das seid ihr. Jawohl. Warte mal, das wollte ich nicht. So soll das sein. Wunderbar. Ihr macht den Sondierungseinsatz und das andere werden wir sehen. Na? So. Wir können trotzdem vielleicht schon mal... Ja, jetzt ist natürlich, wenn ich jetzt die anderen Missionen rausfliege, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Mission mit den Trümmern klappt oder nicht klappt, ne? Ah, das ist alles so. Naja, es ist eben so, ne? Kannst du nichts machen. So, der Raum geht voran. Das sollte passen. So, ich glaube, da braucht man 4 und hier braucht man 6. Das waren 10. Oder 4 und 5. Irgendwie so. 4, 6. Ich weiß es nicht mehr. Ist egal. Auf alle Fälle haben wir das da. Strom läuft. Das ist okay. 126 kommt da dazu. Bin mir gerade nicht so sicher. Es gibt auch diese hier, aber... Ja. Wie viel Platz nehmen die denn ein? Das sind auf hier. Das sparst eigentlich nur Ressourcen, ne? Wir können das mal ganz kurz prüfen. Ist nicht feuergefährlich, ne? Die sind... haben auch keine Brandgefahr. Hat denn das Gerät hier eine Brandgefahr? Ja, super. ...20 zu 6. Ich setze es trotzdem. Und wir bauen das mal bei Gelegenheit. Also den Raum oder so, das könnte man dann mal gucken, ob man da hier die besseren reinsetzt. Aber ich würde es jetzt nicht abreißen, nur... damit das dann irgendwie... Ja, ihr wisst Bescheid. So, Wasser läuft auf jeden Fall. Ich habe hier Bänke abgerissen. Das heißt, ich werde hier irgendwo mal wieder ein paar Bänke setzen müssen. Wir haben hier keine Schauplätze, aber hier haben wir Schauplatz. Wobei, hier kommt dann später vielleicht Strom hin. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Machen wir mal für den Fall der Fälle. So, und die sollten ja jetzt mal hier fertig sein. Warte mal, das reiße ich jetzt hier ab. Das sehe ich nicht. Schade. Ich habe eigentlich gerade genug Biomasse, ne? Warte mal, ich werde das mal anders machen. Wir werden den Raum jetzt hier... Na? Wegmachen. So. So. Okay, haben wir das? Gut. Wie sieht denn das hier aus mit dem Raum? Der gefällt mir auch nicht so richtig, aber der ist noch nicht so richtig für mich ausgereift. So, wir haben auf alle Fälle haben wir 3 Betten für die Behandlung. Ich hoffe, dass wir keine Leichen in der nächsten Zeit bekommen, aber das kann man ja nie wissen. Von daher würde ich gerne mal prüfen. Wir bräuchten auf alle Fälle für die... psychische Unverständnis, sag ich mal. Ermöglicht Besatzungsmitglieder ihre Gesundheit durch Auftragen von Medigel zu regenerieren. Heilungsdrang in dem Verbrannten. Das ist eine Sache. Verbrennungen. Für mich eigentlich was ganz Wichtiges. Ich
weiß noch nicht, ob unsere Verbundsachen jetzt... Oh, hier war ein voller Erfolg. Schauen wir mal rein. Die Sondierung. Sehr gut. Okay. Gut, dann machen wir mal ganz kurz Pause. Besatzung. Ja, ich bin jetzt gerade überfragt, wie es bei denen aussieht. Aber wir machen mal die Trümmermission hier. Kann man die Shuttles eigentlich beschriften? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Kann man die hier beschriften irgendwie? Nee. Nee, kann ich nicht. Gut, das ist Hoss, Upa und Misha. Hoss, Upa und Misha. Hoss, Upa und Misha. Den nehmen wir. Und ihr startet mal. So, geht los. Und... Nee, müssen wir anders machen. Ich würde die mal rausnehmen. Und wir lassen den Zufall entscheiden. Na, ich habe ja den Gedanken schon länger gehegt, weil wir jetzt auch in diesem Durchgang nicht so viel Glück hatten mit den Missionen und das wirklich, die, ich weiß nicht, ob da was gefixt worden ist, dass der Zufall dort eine, oh wow, kommt dasselbe wieder rein, ob der Zufall dort jetzt eine größere Rolle spielt. Ja, und hatte ich so den Eindruck, dass unsere Missionen mehr, ja, versagen. Dann ist das so, ne? Gut, haben wir auch. So, unsere Ressourcen sind eigentlich okay, dass ich eigentlich sagen würde, wir bauen uns nochmal ein Schiff. Wenn das denn jetzt funktioniert. Warum ist das ein ungültiger Plan? Objekte versperren den Zugang zu... möglichen Interaktionen. Aber nicht wegen dem Start jetzt, oder? Hä? Objekte versperren den Zugang zu Interaktionsmöglichkeiten oder Türen. Keine Ahnung. Es ist komisch. Jetzt funktioniert. Dann nehmen wir das. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So gut. Okay, ich denke, dass das alles soweit erstmal ganz gut läuft. Wir schauen nochmal bei unserem Strom Sachen. Da sind sie dran. Da sind sie dran. Ja, gut. Okay. Gut, dann hier läuft es auch mit dem Strom. Wasser ist im... Ja, das ist minimal. Also das ist wirklich minimal. Strom ist im Minus. Hm, gut, aber ist auch nicht so schlimm. Guck mal, wir haben die Batterie gebaut. Wow, das ist nicht schlecht. Oh. Was hätten wir denn hier als... Sieht man das? Nee, sieht man nicht. Schade. Aber ist okay, ist trotzdem okay. Gut, die zwei Stühle haben sie wieder nachgebaut. Hier haben wir auch noch einen Stuhl bekommen. Ja, ich denke mal, die sollten hier mal diese zwei Sachen bauen, dass die hier sich besser bewegen können. Halte ich für eine gute Idee. So. Jupp. Ja, wenn es natürlich im Maschinenraum brennt, ne, dann ist es echt heftig. Ja, aber ich will auch nicht die Teufel an die Wand malen, wenn ich jetzt 10 zum Beispiel Feuerlöscher baue, ne? Dass wir dann genau das Feuer hervorbeschwören. Ja. Ich tue mal ein bisschen Strom sparen vielleicht, oder? So, ich nehme zur Entspannung mal die Prio hier raus. Okay, wir haben momentan, es läuft. Und hier sind sie irgendwo mehr oder weniger dran, ja. So, das läuft auch. Plastik wird hergestellt. Da hätte ich gerne nochmal eine Info. Ein Plastik letzte Stunde, genau. Okay, das funktioniert auch. Hier gehen drei weg, hier gehen auch drei weg.
Essen. Was ist mit dem Essen? Oh, oh. Was ist mit dem Essen? Produziert hier keiner Essen? Hier, macht mal Essen, bitte. Ja. Ich glaube, ich muss mal runtergehen. Okay, das mit den Schlafgelegenheiten passt. Hier ist Drubel Heiterkeit. Das ist echt schön. Das haben sie abgebaut, das haben sie abgebaut. Das müsste bloß mal jemand wegbringen. Dann machen wir mal hier weiter. Mit dem Raum. Und dann bauen wir das auch noch ab. Was hier ist, wunderbar. Raumschiff voller Erfolg. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Wahnsinn. Sehr gut. Das ist echt gut. Und hier auch voller Erfolg. Oh, ich liebe es. Dankeschön. Also das ist echt cool. Das, also das, ja. Ja, da muss ich sagen, das passt. Gut, ich brauche jetzt auch kein Wasser holen. Wir haben momentan einen kleinen Überschuss. Das ist für mich in Ordnung. Ich brauche aber auch keine Bevölkerung, denn die saugt mir das wieder alles weg. So, hier unten bauen wir momentan nichts. Das ist auf der einen Seite schlecht, auf der anderen Seite gut. Ja. Und hier? Haben wir den hier schon in Auftrag gegeben? Nee, haben wir nicht. Dann, oh, guck mal, 39 Verbundstoffe. Wow. Warte mal, dann können wir mal hier jetzt ein bisschen was tun. Und zwar brauche ich den hier auf jeden Fall. Der wird gebaut, jawohl. Und Energie müssen wir noch bauen, ne? Energie. Ja, das wird auch gebaut, das läuft. Wasser steigt wieder. Und das steigt auch hier. Pass auf, guck dir das an. Das läuft auch. Das ist echt schön. Dann könnten wir uns eigentlich mal hier um... Oh, die Verbundstoffe. Kriegt man das gebacken? Kriegt man die Verbundstoffe gebacken? Oh, das wäre natürlich der absolute Brüller. Aber ich muss noch mal ganz kurz schauen mit dem Essen. So, ich muss erstmal... Ich muss erstmal hier beim Essen für was Wichtiges sorgen. Und zwar für das hier. Dass die ein bisschen Tutti Paletti machen. Und sobald das hier erledigt ist, so wie jetzt, hier gehen wir hier ran. Das fliegt raus. So. Hier haben wir jemanden drin. Ja, das sollte passen. Momentan kein Essen. Das ist schlecht. Wir haben keine Nahrung. Ich muss mal gucken, die kommt doch hier ran, ne? Ja. Das läuft, das läuft. Hier, baut das mal bitte zu Ende. Das ist wichtig gerade. Und ich muss hier nochmal... Wir haben momentan sowieso Wasserüberschuss, ne? Das ist okay. Dann, ja, Schichtwechsel ist immer gut. Dann sollte das hier auch passen. So, und dann machen wir auch eine Brio. Das muss jetzt laufen. Gut, Strom, Wasser, das läuft. Jetzt sinkt der Strom wieder. Aber das wird schon. Das wird schon. Das wird schon. Momentan, ja, das wird schon. Die 50 hier, das gleichen sich ja aus. Ich denke, das ist in Ordnung. Was fehlt denn hier noch? Wir brauchen noch 5 Verbundstoffe, die haben wir. 7 Plastik und 13 Metallbahnen. Das haben wir auch ganz locker da. Gut. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten und dann schauen wir mal, was so das hier noch bringt. Ich denke, dann wird man mal die Krankenstation ein bisschen schauen, dass wir Verbrennung machen. Davor würde ich aber vielleicht noch die Verbundstoffe machen, denn wir haben momentan 20 da. Wir könnten die Verbundstoffproduktion mit einem Ritt, dafür brauchen wir 17 Stück, mit einem Ritt könnten wir es durchziehen und wir könnten vielleicht noch einen dritten Reaktor bauen. Da können wir den Biomasse-Reaktor vielleicht wegmachen und dort dann umlagern, wenn das dann passt mit dem Strom. Gut, das wäre es erstmal. Ich schaue nochmal, ob wir noch eine Mission hier haben, die wichtig wäre. Ressourcen ist jetzt nicht ganz so. Ich würde sagen, wir springen in den nächsten Sektor. Das machen wir gleich noch zusammen und dann machen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Jetzt müssen wir mal gucken.
Da haben wir fremdartige Biosphäre. Fremdartige Biosphäre. Tja, was ist jetzt das Bessere? Biomasse reich, Nahrungsmittel selten. Nahrungsmittel, Wasser selten, Wasser selten. Das ist grüne Welt. Grüne Welt, das macht keinen Unterschied. Wir nehmen den. Und dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao, ciao. Und auf bald. Jumping in T-minus 5, 4, 3, 2, 1.